Und hier geht es weiter mit dem roten Pfad, mit dem digitalen Kapitalismus. Hier sind Nele Kampfmeier und Karl-Otto Gentsch vom Öko-Institut da, und die haben sich auch mit einem Marktgiganten, so ähnlich wie Foxconn, beschäftigt, nämlich mit Amazon itself, und versuchen mal zu skizzieren, wie man Amazon ökologischer und sozialer vielleicht werden lassen könnte, und liefern da uns eine kleine Zukunftsvision vielleicht mit dem Talk E-Commerce Greening the Mainstream. Bitte einmal einen Applaus. Genau. Auch hier gibt es einen kurzen Impulsvortrag und hinterher ein bisschen Zeit für Fragen. Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Zeit. Kurz zu Nele Kampfmeier und Karl-Otto Gentsch vielleicht. Nele Kampfmeier hat an der HU promoviert und ist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin für Umweltrecht und Governance beim Öko-Institut. Und Karl-Otto Gentsch ist ebenfalls beim Öko-Institut, hat dort schon vor 30 Jahren angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und leitet jetzt den Bereich Produkte und Stoffströme seit 2002. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. So. Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die freundliche Einführung in das Thema. Bevor wir in den E-Commerce im Detail eintauchen, ist es mir ein Anliegen, noch mal ein bisschen die Zusammenhänge überhaupt zwischen Konsum und Nachhaltigkeit zu beschreiben. Ausgangspunkt ist die klare Feststellung, dass Konsum in Deutschland nicht nachhaltig ist. Warum? Wir überschreiten in mehreren Problemzonen die ökologischen Belastungsgrenzen, und zwar in Deutschland, aber auch global. Global durch unseren Konsum in Deutschland, wie wir gerade gehört haben, am Beispiel von Apple und von Apple-Produkten, werden menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in globalen Lieferketten nicht eingehalten. Das betrifft natürlich nicht nur IKT-Geräte, sondern eine ganze Menge von anderen Produkten zusätzlich. Aber auch mit Blick auf Verbrauchersouveränität, und da spielt die Digitalisierung im Konsum eine deutlich wachsende Rolle, haben wir zunehmend Einschränkungen. Das heißt, es ist ein tiefgreifender Wandel erforderlich, und zwar in allen Bedürfnisfeldern, die den Konsum ausmachen, also Mobilität, Ernährung, Haushalt, Wohnen, Büro und Arbeit, Bekleidung, Tourismus und Freizeit. Das sind nicht zufällig ausgewählte Bedürfnisfelder, das sind die Bedürfnisfelder, die sozusagen zentral für unseren Konsum ist und die auch richtigerweise aufgenommen wurden im Aktionsprogramm Nachhaltiger Konsum der Bundesregierung. Das Programm ist ja nicht unumstritten, aber von der umfassenden Bedeutung her und von der Zielsetzung her an sich ist das Programm gut. Über die Instrumentierung kann man sich sehr wohltrefflich streiten. Auch die übergreifenden Handlungsansätze, wie sie im schon erwähnten Regierungsprogramm Nachhaltiger Konsum, aber auch im integrierten Umweltprogramm des Umweltministeriums niedergelegt sind, sind, denke ich, durchaus sinnvolle Ansatzpunkte. Ich denke, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, wenn wir in der Diskussion vielleicht da auch nochmal drauf zurückkommen und vielleicht da auch die Blickrichtung nochmal drehen. Nämlich im Prinzip können wir uns dem Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven annähern, nämlich entweder, dass wir, und das wird jetzt erstmal der Schwerpunkt in dem ersten Bereich sein, den Status quo der Digitalisierung mit Blick auf Konsum angucken, aber spätestens in der Diskussion sollten wir vielleicht auch weitergehen und uns überlegen, wie kann eigentlich die Digitalisierung gezielt genutzt werden zur Gestaltung des erforderlichen Wandels hier im Bereich Konsum. Was sind, sagen wir mal, so grundsätzliche Ansatzpunkte, wie so ein Wandel gestaltet werden kann? Man kann nachhaltige Nischeninnovationen, die es gibt, versuchen hochzuskalieren, also in den Mainstream zu bringen. Man kann aber auch versuchen, und das ist jetzt auch der Schwerpunkt im zweiten Teil unseres Vortrages, versuchen, den Mainstream grüner zu machen, nachhaltiger zu gestalten. Was häufig vergessen wird, dass man aber gleichzeitig auch bei einer guten Strategie schauen muss, dass man nicht nachhaltige Konsummuster beendet. Da hat sich ja sozusagen als Gegenpol zu dem bekannten Wort Innovation in den letzten paar Jahren auch dieser schöne Begriff Exnovation herausgebildet. Das ist also sozusagen der größere Rahmen, und jetzt tauchen wir
beziehungsweise Nele taucht mit Ihnen und euch jetzt mal tiefer in den E-Commerce ein. Genau, also ich finde das ganz interessant hier auf der Konferenz, also die vielen Ideen für Apps und alles andere rund um die Digitalisierung. Aber die nachhaltigen Ansätze befinden sich größtenteils in der Nische, also Amazon inklusive Marketplace hat einen Marktanteil von ca. 60%. Google, was natürlich auch sozusagen das E-Commerce-Environment bestimmt, hat über 90%. Und wie groß der Anteil von nachhaltigeren Angeboten ist, ist unbekannt. Also generell ist das Thema Nutzerzahlen, glaube ich, noch nicht so ganz groß auf der Agenda. Und deswegen ist halt der Impact, wenn ich sage, ich will nachhaltigeren Konsum, sind es nicht nur die Nischen, wo die Innovationen herkommen, relevant, sondern natürlich auch die Frage, die großen Player, wie definieren die unseren Konsum, wie beeinflussen die den und wie kann man das zumindest etwas grüner und sozialer machen. Dann die große Frage, also wie verhält sich das im Vergleich zum stationären Handel, also welche Veränderungen gibt es, wie definiere ich das, und da gibt es drei Perspektiven. Also wenn ich das gleiche Produkt online, wie ich offline kaufen würde, kaufe, dann ist natürlich die Frage, die wir eben hatten, ja, wie ist das Produkt hergestellt worden, welche Ressourcen verbraucht es etc. relevant, und die Frage des Vertriebs, also wie viel Energie etc. verbraucht der Vertrieb online versus offline. Dann ist die andere große Frage, dadurch, dass die Leute mehr online kaufen, kaufen sie mehr, als sie stationär tun würden. Das beeinflusst die Frage natürlich auch. Also animiert der E-Commerce zu mehr Konsum, also das Gegenteil von Suffizienz sozusagen. Und die nächste Frage ist, werden andere Produkte konsumiert? Also einmal ist natürlich der Sharing, also wenn der Sharing-Ansatz sich durchsetzt und er sich auf eine gute Variante und nicht unbedingt in der Airbnb-Version durchsetzt, sozusagen welche Ressourceneinsparungen können dann erreicht werden. Dann gibt es natürlich viele Produkte und vor allen Dingen Dienstleistungen, die sich zunehmend dematerialisieren, wo es dann vor allen Dingen mehr Energieverbrauch gibt, aber möglicherweise materielle Ressourcen weniger genutzt werden. Und dann Bücher und CDs, die sich dematerialisieren, natürlich nicht vollständig, weil Server etc. gibt es natürlich immer noch. Und dann gibt es ganz neue digitale Produkte, die Menschen konsumieren, Online-Spiele, auch Google ist letztendlich ein Produkt, soziale Netzwerke etc. Also der Konsum wandelt sich auch und man muss mal gucken, was dann da mehr oder weniger nachhaltig ist. Ich glaube, das ist teilweise noch gar nicht entschieden. Ich habe jetzt drei Aspekte einfach rausgepickt. Es gibt natürlich noch viel mehr, die wir uns angucken. Einmal das Thema Versand, einmal das Thema Diskriminierung, was insbesondere im Hinblick auf Verbrauchersouveränität wichtig ist, und ebenfalls nochmal das Nudging, was auch vor allen Dingen im Hinblick auf Verbrauchersouveränität und Mehrkonsum relevant ist. Hier ist eine Grafik von uns. Alle Ökobilanzierer sagen, also gibt es immer unterschiedliche Ergebnisse, aber in der Tendenz deuten die Ergebnisse darauf hin, dass der E-Commerce, was Emissionen angeht, umweltfreundlicher ist als der stationäre Handel, weil sozusagen der Betrieb von Ladengeschäften extrem aufwendig ist. Und selbst wenn ich was zurückschicke, habe ich in der Bilanz, also wenn ich mit dem Fahrrad einkaufen gehe, ist ein Online-Einkauf inklusive Retour verursacht weniger Emissionen laut dieser Rechnung. Und gesagt, die Gesamttendenz geht auch in die Richtung der Ökobilanzen. Aber deswegen ist es trotzdem nicht ohne Probleme. Wir kennen das alle, gerade in Berlin. Das Verkehrsaufkommen in den Innenstädten steigt drastisch durch die ganzen Lieferdienste. Ein anderes Problem sind die Arbeitsbedingungen sowohl in den Versandzentren als auch bei den Lieferdiensten. Also da gibt es ganz, inzwischen kennen wir alle die Berichte über DHL etc. Also das schafft viel, durchaus schafft Beschäftigung, aber schafft vor allen Dingen viel prekäre Beschäftigung. Dann gibt es einen starken Trend zu Instant Delivery, also Amazon Prime Now eine Stunde, und da fallen natürlich die ganzen Vorteile vorher von den Emissionen fallen weg, weil man halt nicht mehr vernünftig planen kann. Also man schickt keinen vollen Lastwagen mehr auf den Weg, sondern einen Fahrer, der ein einzelnes Produkt irgendwo hinbringt. Und je stärker dieser Trend ist oder wird, desto geringer werden die Ressourceneinsparungen durch koordinierten Versand.
Und das nächste Thema war jetzt ja auch groß in den Medien, Umgang mit Retouren. Und da geht es weniger um das Rücksenden per se, als um die Frage, was passiert mit den retournierten Artikeln. Aufgrund der Tatsache, dass die dann ja in Deutschland, man kann sich vorstellen, ein T-Shirt für 10 Euro, das wird zurückgeschickt, das wird ausgepackt, da muss man gucken, ob es noch in Ordnung ist, wird wieder eingepackt, das lohnt sich nicht. So, und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, wobei es überhaupt keine Zahlen gibt von den Unternehmen bis jetzt, dass die durchaus häufig vernichtet werden. Und bei IKT-Produkten, die sind zwar teurer, aber da muss nicht nur geguckt werden, ob da irgendwie äußerlich was kaputt ist oder ob das noch funktioniert, sondern da muss auch noch geguckt werden, dass es funktioniert, weil es Garantien gibt für die Produkte. Und wenn natürlich in großen Mengen Produkte vernichtet werden oder ein extremes Downcycling stattfindet, dann haben wir da, auch was die Ressourcen angeht, wieder ein ziemlich großes Problem. Aber wir wissen es tatsächlich im Moment nicht, weil die Händler die Zahlen dazu nicht. Wir wissen, wie viel retourniert wird, also bei Kleidung teilweise bis zu 70%. Aber wir wissen nicht wirklich, was danach damit passiert. So, Thema Diskriminierung. Das ist für die Unternehmen klar, die können das online viel leichter machen. Die versuchen, die Preise auf die Kaufbereitschaft zu optimieren. Also wenn man mit einem Apple-Produkt ins Internet geht, kriegt man in der Regel einen höheren Preis angeboten, als wenn man mit einem anderen Produkt ins Internet geht. Leute, die einen Flug für morgen buchen, sind in der Regel sind oft Geschäftsreisende, die kriegen auch per se erstmal einen höheren Preis. Jetzt ist grundsätzlich die Frage, ist das per se negativ? Weil in der Tendenz natürlich Leute mit einer höheren Kaufkraft und höheren Kaufbereitschaft den höheren Preis kriegen und Personen mit einer geringeren Kaufkraft den niedrigeren Preis kriegen. Das kommt dann darauf an, was das dann jeweils für Diskriminierungen sind. Wo es aber tatsächlich problematisch wird, ist bei Produkten mit einer Risikodimension, also Versicherungen, Handyverträge etc., wo halt mehr Informationen über die Personen verfügbar sind. Und wo es heute ja auch schon so ist, dass die Prepaid-Tarife sind für Leute, die nicht kreditwürdig sind. Und ähnlich kann man halt auch bei allem, was auf Verträgen basiert oder wo ich die Zahlungsbereitschaft abtesten muss, kann das sehr gut sein, dass es da Diskriminierung gibt. Und es gibt auch noch andere Formen von Diskriminierung, ich nenne das unerwünschte Kundengruppen. Und die ist sehr viel wahrscheinlicher und auch einfacher, da natürlich die E-Commerce-Händler über sehr viel Informationen verfügen zu den einzelnen potenziellen Kunden. Zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit, Religionszugehörigkeit etc. Und es gibt auch schon im stationären Handel Firmen, die versuchen, bestimmte Käufergruppen auszuschließen. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Abercrombie & Fitch, die Frauenkleidung nicht in großen Größen anbieten, weil sie nur wollen, dass coole und schöne Menschen ihre Klamotten tragen. Bei den Männern gibt es größere Größen, weil die können ja auch Muskeln haben. Und das Beispiel online, da läuft gerade eine Klage auf gegen Facebook, weil das möglich war, das war eine NGO, die das gemacht hat, Immobilienangebote zu filtern, wer die zu sehen bekommt, die Werbung. Und es haben nur weiße Männer ohne Kinder zu sehen bekommen. Das heißt, Familien haben Schwierigkeiten, Frauen haben Schwierigkeiten, Menschen mit dunklerer Hautfarbe haben Schwierigkeiten. Genau, und das ist immer wahrscheinlicher, dass das passiert. Das große Thema, was E-Commerce-Anbieter machen, was alle Akteure im Internet machen, aber hier bezogen auf E-Commerce, ist Nudging, also Leute hinzuschubsen, dass sie eine bestimmte Entscheidung treffen. Und das gab es auch schon vorher vor dem Internet. Und es beschreibt eigentlich nur die Veränderung von Entscheidungsstrukturen. Im E-Commerce ist das Ziel natürlich in der Regel die Erhöhung des Umsatzes. Also ich nudge in eine ganz bestimmte Richtung. Und das kann bewusst und unbewusst passieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fitness-App auf meinem Smartphone habe, die mich daran erinnert, gehe jetzt bitte laufen, ja, dann werde ich auch genudged. Oder wenn ich mich dann mit anderen Leuten vergleichen kann und so weiter und so fort. Das sind auch Formen des Nudgings. Die sind mir aber bewusst und die will ich eigentlich ja auch. Deswegen lade ich mir das Ding ja runter. Aber es gibt, wenn ich irgendwie, wenn ein Algorithmus erkennt, dass ich meinen Mauszeiger so bewege, dass ich die Seite gleich verlassen werde, auf der ich mir ein Produkt angeguckt habe, dann kriege ich das Produkt nochmal möglicherweise mit einem Rabatt eingeblendet. Das ist dann eher das unbewusste Nudging, was ich mir nicht selber ausgesucht habe. Und der Unterschied tatsächlich vom stationären Handel, wo Nudging auch schon immer gemacht wurde, indem Produkte bestimmt auf einer bestimmten Augenhöhe platziert wurden beispielsweise,
ist halt, dass das Online-Nudging auf bestimmte Personen zielt, während das halt vorher im Supermarkt auf alle Kunden zielt, ist das Online-Nudging halt auf Individuen konzentriert. Die sind ja auch identifizierbar. Ich verfüge über sehr viel mehr Persönlichkeitsmerkmale und nicht nur über Persönlichkeitsmerkmale, nach denen traditionell Marketing gemacht wird, sondern ich kann das tatsächlich live das Verhalten beobachten. Also wo klicken die drauf, wo gehen die hin, wo gehen die hin von meiner Seite auf die nächste Seite und so weiter und so fort. Also ich weiß genau, was die machen und ich weiß auch genau, wie die auf meine Nudging-Versuche reagieren. Das heißt, ich kann das auch in Echtzeit anpassen, wie ich potenzielle Kunden beeinflusse. Und ich kann das entlang der gesamten Customer Journey machen, also die Leute von der ersten Google-Suche, über wenn ich auf Amazon gehe, Facebook und so weiter und so fort, kriege ich mit, was die Leute machen und kann an verschiedenen Punkten die Leute zum Kauf animieren. In der Regel geht es um den Kauf. Und wie die Unternehmen das machen, wissen wir nicht genau, weil die Algorithmen ja nicht öffentlich sind. Das ist die Frage, steigender Konsum, gibt es in dem Sinne noch gar keine Studien, weil das relativ schwer zu berechnen ist. Weil wenn jemand irgendwie sehr viele Klamotten online kauft, weiß man ja nicht, wie viel er weniger offline kauft. Also das ist, ich würde sagen, noch nicht entschieden, aber da braucht man noch ein bisschen mehr Forschung. Man kann aber davon ausgehen, eigentlich bei der Power, die dahinter steckt, dass der Konsum steigen wird, wenn diese ganzen Ansätze der Unternehmen funktionieren. Jetzt haben wir ein paar Vorschläge für Handlungsoptionen und wie Herr Gensch auch schon gesagt hat, würden wir uns total freuen, wenn von euch noch Anregungen kommen würden, was man da noch machen könnte, auch auf Regulierungsebene. Genau, beim Versand ist es noch etwas einfacher. Da geht es vor allem um die letzte Meile, die ein Problem ist, wo dann sozusagen das zum individuellen Haushalt geliefert wird. Und da gibt es erste Ansätze, das mit E-Bikes zu machen, passiert auch jetzt schon. Aber das muss konsequenter passieren und dafür muss natürlich das gesamte Mobilitätssystem tendenziell umgestellt werden. Dann, und das ist natürlich ja eine Anforderung an Amazon, vor allen Dingen deswegen, weil alle anderen Händler Amazon folgen müssen. Ja, also wenn Amazon den Versand umsonst anbietet und ich kriege das gleiche Produkt bei einem anderen Händler und der bietet es nicht umsonst an, warum sollte ich da kaufen? Ja, also die Amazon zwingt sozusagen die eigene Kundenfreundlichkeit und Amazons Hauptziel ist die Kundenfreundlichkeit, zwingt es allen anderen auf. Quasi. Und deswegen wäre es wünschenswert, dass Amazon nicht nur die Instant Delivery Option anbietet, sondern auch Optionen des grünen Versandes, einmal zum Beispiel durch Kompensation, aber auch, dass man auswählen kann, ist es einem egal, ob man das Produkt in der Stunde kriegt oder in der Woche. Ja, also, dass man da irgendwie noch andere Lieferoptionen hat. Dann ganz klassisch, ich glaube, da besteht im Moment einfach eine Regulierungslücke und das betrifft nicht nur E-Commerce, sondern auch andere Plattformmodelle. Das Arbeitsrecht muss ans digitale Zeitalter angepasst werden. Ganz, ganz klassisch. Genau, beim Umgang mit Retouren, erstmal geht es darum, dass sie veröffentlichen müssen, wie sie damit umgehen und dann muss man halt gucken, wie bestimmte Gesetze da möglicherweise angepasst werden können oder ob da tatsächlich auch gegen Gesetze verstoßen wird in Richtung Umgang mit Waren. Diskriminierung ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber es gibt ja bereits Diskriminierungsverbote. Also es gibt zum Beispiel bei den Krankenversicherungen, ist das glaube ich, dürfen die inzwischen nur noch Unisex-Tarife anbieten, weil sonst die Versicherungen für Frauen höher wären. Und da gab es vom EuGH eine Entscheidung, dass da nur Unisex-Tarife angeboten werden dürfen. Und solche, da müsste man noch mal gucken, müsste man quasi eine Marktbeobachtung machen, wo solche Diskriminierungen vorkommen und müsste dann halt ganz klassisch auch wieder die Diskriminierung verbieten und logischerweise dann auch sanktionieren. Dann, das habe ich jetzt ein bisschen, das ist etwas kurz, Haftung für Algorithmen. Also es gibt ja viele Ideen, die rumschwirren im Sinne von Offenlegung, Transparenz etc. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, weil es ja irgendeine Institution gibt, die das überwachen muss. Ja, wenn ich dann noch Deep Learning Algorithmen habe und so weiter, wo selbst der Programmierer nicht mehr genau weiß, was der Algorithmus eigentlich macht, ist es zwar grundsätzlich eine gute Idee, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kann mich jemand des Gegenteils belehren, ob das rein institutionell
eine realistische Option ist. Und eine andere Option wäre, dass Unternehmen für die Algorithmen, die sie in die Welt setzen, haften. Und wenn ein Algorithmus jemanden diskriminiert, dann ist das Unternehmen halt dafür verantwortlich. Genau. Und egal, welche Variante ich dafür wähle, brauche ich das entsprechende Know-how in den Regulierungsbehörden, in den staatlichen Regulierungs- und Überwachungsbehörden. Nudging. Einmal, glaube ich, ist es nicht nur in Schulen wichtig, die Leute darüber aufzuklären, was passiert, wie sie genudged werden. Wobei es in der Forschung auch halbwegs erwiesen ist, dass Leute, selbst wenn sie wissen, wie sie genudged werden, dass sie trotzdem darauf reagieren. Also dass ich das weiß, wie ich manipuliert würde, ändert nicht unbedingt was daran, dass ich mich manipulieren lasse. Aber zumindest wäre das ein erster Schritt. Und der zweite Punkt ist, dass man diese Nudging-Ansätze natürlich auch in Richtung Nachhaltigkeit nutzen kann. Wir haben natürlich oft Nachteil, was die Verfügbarkeit von Daten etc. angeht. Aber trotzdem, glaube ich, ist das eine Chance, die stärker genutzt werden muss. Und das ist jetzt kein klassisches Nudging, aber mir ist aufgefallen, dass viele Nachhaltigkeitsangebote bei Google nicht besonders weit vorne auftauchen. Und wenn ich, also damit erreiche ich dann halt nur die Leute, die ganz explizit nach was suchen. Aber es wäre auch schön, wenn ich zum Beispiel nach irgendwie Jeans suche, wenn dann als erstes ein Artikel zu Bio-Jeans auftaucht und nicht als erstes Zalando. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen illusorisch, aber ein bisschen in die Richtung zu gehen, dann die Tools sich auch auf das Marktumfeld, was einfach erstmal besteht, einzulassen und das zu nutzen. Und dann, das ist eine lange Diskussion zum Thema nachhaltiger Konsum, dass viel darauf gezielt wird, den Leuten Informationen zur Verfügung zu stellen. Und dann geht man eigentlich davon aus, dass die sich die Informationen jeweils suchen. Was in der Realität recht häufig nicht passiert, weil es einen auch einfach überfordert, derartig viele Informationen zu verarbeiten, kognitiv. Genau, deswegen wäre es interessante Anwendungen zu erfinden oder zu machen, die Informationen zum Verbraucher bringen, genau zum richtigen Zeitpunkt, wie die großen E-Commerce-Unternehmen das auch machen, und dem Verbraucher die Entscheidung zu erleichtern und nicht einfach eine zusätzliche komplexe Dimension obendrauf zu setzen, weil ich glaube, der Ansatz ist schwierig. Und Regulierung, da ist uns tatsächlich selber nicht so viel zu eingefallen, wie man das tatsächlich Nudging gut regulieren kann, weil es ja ständig auch stattfindet auf allen Ebenen. Aber vielleicht haben Sie da ja kreative Ideen zu. Das würde mich freuen. Ja, vielen Dank erstmal für diesen kurzen und spannenden Input. Da gab es jetzt ja ganz viel Raum für Fragen, für Anschlüsse, für Vorschläge, für Kritik. Kommt von eurer Seite da was? Ihr könnt gerne die Saalmikros benutzen oder ihr meldet euch ganz groß, dann komme ich zu euch. Da ist eine Frage. Ja, danke für den Vortrag. Mir fiel da ein, ich weiß nicht, inwieweit ihr das auch mit evaluiert habt, WeGreen. Das ist ja auch, da ist ja der Add-on für alle Online-Shops mittlerweile verfügbar, zumindest für Zalando, ich weiß nicht genau, ob das auch für Amazon gilt. Und da ist ja dann die Produktampel eingezeichnet bei jedem Produkt, also rot, das gelb, grün. Sofort. Also wir haben uns nicht alle einzelnen Anwendungen angeguckt, so, und auch da weiß ich jetzt nicht, weißt du, wie intensiv das genutzt wird tatsächlich? Tatsächlich nicht. Ich habe es mir als Ansatz angeschaut, ne? Aber dann... Die Nutzerzahlen, weiß nicht, ob die veröffentlicht werden von denen. Also es ist interessanterweise auch so, dass Amazon selber jetzt ja die... Verbrauchergruppe entdeckt, der nachhaltigen oder nachhaltigeren Verbraucher. Also ich habe, als ich auf der Seite war, angeboten bekommen das Amazon Smile, wo ich dann, wenn ich was bei Amazon kaufe, gleichzeitig spende. Und das haben die auch. Also ich habe andere Leute gefragt, die haben das alle nicht angeboten bekommen. Also das haben die sich auch ausgesucht. Ja. Oder ich habe die App installiert und dann bekomme ich halt irgendwie angeboten, ich kann nach Unternehmen, nachhaltigen Unternehmen filtern und nach Frauen geführten Unternehmen und so.
Also Amazon ist da ja relativ ideologiefrei. Wenn die sehen, da ist ein Markt, dann bedienen wir den. Ja? Und ich kann ja auch bei Amazon Fresh nach Bioprodukten filtern etc. Also das, aber ja. Dann habe ich hier noch eine Frage gesehen. Danke für den Vortrag. Eine Frage wäre, wie ihr, also auch das Öko-Institut, grundsätzlich dem Paternalismus Kritik beim Thema Nudging und auch Nudging für Nachhaltigkeit begegnet? Oder was ist da die Argumentationslinie des Hauses? Gibt es eine Argumentationslinie des Hauses? Also, Nick, wer uns kennt, der weiß, dass wir sozusagen jetzt nicht sozusagen abgestimmte Hausmeinungen, die jetzt völlig von allen sozusagen gegebenenhaft wiederholt werden würden. Ich meine, generell muss man natürlich schon sagen, Paternalismus hin oder her, es findet ja auf anderer Ebene schon eine klare Lenkung statt. Also wer zum Beispiel Flugbenzin nicht besteuert, der lässt die Leute billig fliegen. Das ist ja auch sozusagen mit einem Vorzeichen eine klare Richtungsentscheidung. Und wir wissen auch, oder das ist, ob jetzt im digitalen Zeitalter oder nicht digitalen Zeitalter, da ändert sich ja das auch die insgesamt die Lage nicht. Wir wissen ja aus der Konsumforschung, dass eine Verbraucherpolitik, eine nachhaltige Verbraucherpolitik, die ausschließlich auf informatorische Instrumente setzt, einfach nur eine begrenzte Wirkung entfaltet. Und ich denke schon, dass wir da stärker in Sätzen von Mindeststandards, verbindlichen und nachvollziehbaren Mindeststandards reingehen müssen, um tatsächlich am Konsum, an der Höhe des Konsums und der Qualität des Konsums in Richtung Nachhaltigkeit was verändern wollen. Wenn man sich das mal das ganze Instrumentenspektrum anguckt, werden eben harte regulatorische Instrumente im Konsum sehr, sehr selten angewandt und auch nicht sehr, ich sage jetzt mal, auf eine Dynamik angelegt. Wenn man sich zum Beispiel anguckt im Bereich energieverbrauchende Produkte, wo wir die Ökodesign-Richtlinie haben, die ja auch im Prinzip harte Eingriffe ermöglicht, so ist sozusagen das Ambitionsniveau sehr, sehr, also nicht besonders stark ausgeprägt. Also außer dass den Beiverordnungen und ein paar wenigen Mindesteffizienzstandards haben wir zum Beispiel in dem Bereich also sehr, sehr wenig. Da wird eben auch wieder sehr auf Energieeffizienzkennzeichnung gesetzt, eben aber mit, wie wir sehen, nur mit begrenzter Lenkungswirkung am Markt. Aber ansonsten nochmal zurückkommen auf Paternalismus, er findet ja sowieso statt und jetzt sozusagen nur, wenn man sozusagen das in Richtung Nachhaltigkeit forcieren will, da draufschlägt, das ist also eigentlich völlig daneben. Ja, also ich stimme dem zu, obwohl es bei uns keine abgestimmte Institutsmeinung gibt. Entscheidungsarchitekturen bestehen ja immer. So, also auch, dass das hauptsächlich in Infrastruktur für den automobilen Verkehr investiert wird, ist eine Entscheidungsarchitektur. Dass die Bahn weniger Geld kommt, dass es wenig Fahrradwege gibt, auch das ist eine Entscheidungsstrategie, Struktur und das ist eine Form von Nudging. Wenn ich mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs bin, werde ich nicht dazu genudged, mehr Fahrrad zu fahren. Von den Umfeldbedingungen. Insofern habe ich auch das Gefühl, dass es dann... Es ist eine Veränderung des Umfeldes und im Rahmen dessen ich Entscheidungen treffe und deswegen, glaube ich, sind wir da nicht per se kritisch. So. Gibt es noch? Hier ist noch eine Frage. Ja, vielen Dank für die Impulse. Es gab ja explizit die Frage Regulierung und Nudging, die Folie liegt ja auch noch. Mich würde es freuen, wenn ich kriege ja die Ergebnisse auf der einen Seite, eine kleine Spalte daneben, wo zumindest die Kriterien, nachdem ich genudged würde, gleich daneben stehen würden. Wäre ja zum Beispiel was man sagen könnte. Wir müssen nicht den ganzen Algorithmus offenlegen. Zum Teil wäre das natürlich eine harte Anforderung an die, aber ich fände das schon toll, ob ich weiß, es ist ein Zufallsergebnis, das ist, weil das unsere bestbezahlenden Werbekunden sind oder weil das die Bio-Öko-Jeans ist. Und das weiß nicht, wahrscheinlich ist das auch keine lineare Sache, aber in die Richtung mal zu überlegen, ob da nicht eine Transparenz, dass die Kriterien, nachdem ausgewählt wurde, gleich daneben erscheinen, fände ich schon eine Hilfe für mich an der Stelle. Also
wenn wir zum Beispiel in die traditionellen Medien gehen und wenn wir dann die Berichterstattung zum Beispiel über Reiseangebote oder über neue Autos sehen, da ist ja jetzt ehrlicherweise so nach dem Verhaltenskodex der Medien, dass er dann zum Beispiel immer steht, diese Produktauswahl wurde von den Herstellern oder von den Reiseanbietern und so weiter gesponsert. Sozusagen, wenn man das jetzt nochmal überträgt ins digitale Zeitalter und wenn man sich die neue Mode der Influencer anschaut, das ist ja eigentlich klassische Schleichwerbung. Das würde ja in der analogen Welt sofort abgemahnt werden oder könnte abgemahnt werden, auch vorgerichtlich von Verbraucherschutzorganisationen. Das ist momentan nur ganz schwer möglich und da ist es wirklich so, dass sozusagen der regulatorische Rahmen, den wir schon haben, eigentlich immer so 5 Jahre den aktuellen oder den Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, hinterherhinken. Und da, denke ich, muss Regierungshandeln deutlich schneller werden und andere Schwerpunkte setzen. Also wenn man sich jetzt nochmal anguckt, welche Schwerpunkte gesetzt wurden in der Digitalstrategie, also vor 2 oder 3 Tagen ja nochmal veröffentlicht, Digitalstrategie wird ja jetzt als umsetzungsorientierte Digitalstrategie plus die Strategie zur künstlichen Intelligenz Schwerpunkt gesetzt. Aber wenn man sich diese Marktentwicklungen anschaut und wenn man sich darüber dann wieder anschaut, was die Bundesregierung für Schwerpunkte setzt, da klafft dann doch deutlich eine Lücke oder wird eine sehr große Lücke sichtbar. Also ich kenne den Vorschlag auch, dass dem Nutzer angezeigt wird, wie der Algorithmus sozusagen zu dem Ergebnis gekommen ist. In manchen Fällen sicherlich sinnvoll. Für den Standardnutzer, zu dem ich mich auch zähle, wie oft würde ich mir, je komplexer das wird, vor allen Dingen das angucken. Also das ist, ich kenne das ja jetzt schon von den Cookies, das blinkt halt auf und dann so, ja. Und ja, ich glaube sozusagen Veröffentlichungspflichten sind per se schon mal irgendwie sinnvoll. Allerdings, wenn ich mir überlege, so ein Google-Algorithmus, der mir ein Ergebnis ausspuckt, der ist ja ziemlich komplex. So, und wenn die dann irgendwie ein 30-Seiten-Dokument einblenden, so funktioniert der Algorithmus ungefähr. Und auch der Amazon-Algorithmus ist nicht unkomplex. Ja, und wenn dann Amazon einblendet, nach welchen Kriterien möglicherweise ungefähr in diesem Fall selektiert wurde, das ist vielleicht so ein bisschen wie mit den AGBs. Also ich glaube, für Einzelne ist das interessant, wobei für die das wirklich interessant ist, wäre wahrscheinlich der tatsächliche Algorithmus interessanter. Und für den normalen Nutzer könnte ich mir vorstellen, basiert halt wieder auf diesen, ich registriere diese Informationen und verarbeite sie kognitiv, was ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie zum Online-Shopping im Internet bin oder irgendwas anderes im Internet mache, zwangsläufig tun werde. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das nicht eine Überforderung für den Verbraucher oder den Internetnutzer darstellt und ob dann nicht andere Standards tatsächlich eher staatlicherseits gesetzt werden müssten, wie zum Beispiel Haftung für Algorithmen oder Ähnliches. Ja. Ja, vielen Dank. Nur eine Anmerkung noch. Ich sehe das ein, Komplexität für alle Nutzer, wenn das so ist, ja. Aber es wäre umgekehrt, wenn diese Transparenzpflicht da wäre, auch für Verbände, NGOs und, zu der Auswertung, um das auch noch aufzuzeigen, da mehr auch Druck zu machen, auch politischen Druck. Auch für die wäre das hilfreich an der Stelle, selbst wenn es für den einzelnen Verbraucher vielleicht nicht bei der einzelnen Entscheidung hilft. Ja, danke. Wir haben noch Zeit. Ja, nächste Frage. Hallo, ich glaube, meine Frage ist so ein bisschen eine Verständnisfrage. Ich habe das Gefühl, wir gehen gerade so ein bisschen davon aus, dass die Marktmacht so verteilt ist, wie sie derzeit ist. Also wir gehen davon aus, wir haben es ja auch hier auf der Slide, dass die Informationsangebote auf Google abzustimmen sind und wir gehen von 60% Marktmacht von Amazon aus. Und wenn ich jetzt hier sehe Regulierung, Fragezeichen, dann kommt bei mir so ein bisschen die Frage, könnte man nicht darüber nachdenken, wie man diese Marktmacht umverteilen kann? Und könnte man dann nicht über Subventionen nachdenken und solche Sachen? Wollte ich eigentlich am Anfang auch noch sagen, habe ich dann vergessen zu sagen. Tatsächlich ist das wahrscheinlich das Kernthema. Ja, also wie geht man mit Monopolen im Internet um oder wie versucht man die Marktmacht der Monopolisten zu reduzieren etc. Also das ist ein Riesenthema, das war jetzt für den kleinen Vortrag vielleicht ein bisschen viel.
Subventionieren, ja, wenn, also was ich so mitkriege, es gab ja verschiedene Versuche, auch staatlicherseits Suchmaschinen und so weiter und so fort, also das Geld letztendlich und Know-how, was dahinter steht, bin ich so ein bisschen skeptisch, dass das durch staatliche Subventionen aufgefangen werden kann, wenn man weiß, was für Investitionen im Silicon Valley fließen, ob dann das BMBF mit einem Förderprogramm oder auch durch sonstige Subventionierungen da was tun kann. Also da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, mir fallen zu wenige Beispiele ein, wo das irgendwie funktioniert hätte. Was ich eher denke, was ein Hebelpunkt ist, das Wettbewerbsrecht. Also ganz klassisch, dass man irgendwie, da muss man Internetmonopole anders definieren, als derzeit Monopole definiert werden. Aber Wettbewerbskartellrecht etc., also ich glaube, das ist der Hebelpunkt und da ist eine Regulierungslücke, das hätte man wahrscheinlich schon vor 10 Jahren anfangen sollen zu regulieren, um damit umgehen zu können. Da ist ein totaler Timelag zwischen Regulierung und Realität. So, und meine These ist, dass das Kernaspekt auf jeden Fall, deswegen nochmal danke fürs Ansprechen, genau, und dass man da halt über das Wettbewerbsrecht eher gehen würde. Und bei Amazon ist ja auch so, E-Commerce ist tatsächlich gar nicht deren profitabelste Sparte. Also damit machen die relativ wenig Gewinn sogar, aber die expandieren halt in alle anderen Bereiche und versuchen andere Märkte und Bereiche aufzurollen. So, also die sind ja nicht nur Monopolist in einem Bereich. So. Möchtest du noch was ergänzen? Oder? Ja, nö, also wir müssen jetzt keinen Dialog aufmachen. Ich kann ja dann nochmal runterkommen. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine. Dann würde ich ganz kurz einen ganz kleinen Werbeblock einlegen, weil das gerade so schön anschließt. Es gibt nachher noch im digitalen Kapitalismus nach der Pause gibt es dann ein Podium, eine Podiumsdiskussion, die heißt von Tech-Monopolen und IT-Giganten auf der ADA drüben. Da könnt ihr ja vielleicht auch nochmal mit anderen Leuten dann weiter diskutieren. Ich komme mal wieder auf die Bühne. Jetzt erstmal dann vielen Dank an euch beide fürs Präsentieren, fürs Diskutieren und für den Input.